Dann begrüßen wir euch alle zum Upcycling DIY Workshop at Home. Und wir wollen euch heute zeigen, wie ihr aus ja, so standardmäßigem Haushaltsmüll, sei es Tetrapacks oder alte Dosen, aktuell auch oft Klopapierrollen, Toilettenpapierrollen, wie ihr daraus coole neue Sachen machen könnt, beispielsweise kleine Gefäße für Blumen oder Serviettenringe, Behältnisse für Stifte, all sowas kann man nämlich aus diesen Dingen zaubern. Und wie das geht, wollen wir euch zeigen. Kurz zur Vorstellung, wir sind Sabrina und ich bin Isabel. Wir arbeiten beide im WinLab und dort habt ihr nämlich ebenfalls die Möglichkeit, eure Projekte umzusetzen. Und ja, wir wollen jetzt mal zeigen, was auch zu Hause möglich ist. Genau. Vielleicht können wir das Bild noch größer machen? Ja, Ja, super. Okay, dann auch von mir. Ja, herzliches Hallo und schön, dass ihr da seid. Kommt gerne in den Chat und wenn nicht, ist auch okay. Ja, ich möchte damit anfangen, euch zu zeigen, was man aus Tetrapacks machen kann. Und zwar zeige ich einmal Endprodukt, wie es aussehen könnte. Und darum sollte es aber nicht primär gehen, sondern eher um den Weg dahin. So, fangen damit einfach mit einem normalen Tetrapack an. Ja, den Deckel habe ich schon abgemacht und verloren, so mehr oder weniger. Ich fange damit an, weil ich will es später mal ja, zum Beispiel für Pflanzen verwenden oder um mir ein paar Kräuter in der Wohnung anzupflanzen, ein bisschen Basilikum oder so. Und dadurch muss das Ganze natürlich offen sein oben. Ausgespült habe ich schon, tropft leider noch ein bisschen mit Wasser, aber ist nicht schlimm, weil ja, wenn es dann in die Öffnung größer ist, trocknet es auch schneller. So, es gibt dann Tetrapacks, da kann man sich das sparen, das so na, eher ungünstig zu machen, wie ich das jetzt mache. Aber man es ja praktisch nur falten und oben abschneiden muss. Bei dieser Art von Tetrapack geht es leider nicht so leicht. Ist aber gar nicht schlimm, weil ja, entweder man macht es mit einem Cuttermesser oder es würde auch theoretisch gesehen mit einer Schere gehen. Und ja, ich mache das auch nicht so oft mit einem Cuttermesser tatsächlich, weil ich meistens diese anderen Tetrapacks da habe, aber jetzt geht's ganz gut. So. Wenn man einmal den Anfang gefunden hat, dann geht das auch ganz schnell. Und der Vorteil ist oft bei Cuttermessern, dass es oben einfach gerade ist. Ja. Das Ganze malt man jetzt an, wenn man Farbe dazu hat zum Anmalen. Ich glaube, das jetzt eine Wandfarbe ist oder Acrylfarbe. Ich habe da weiße Acrylfarbe für. Wenn man beides nicht zur Hand hat, gibt es auch noch andere Wege. Die stellen wir dann aber später noch vor. Und ja, man arbeitet halt mit den Sachen, die man hat. So, ich habe zum Beispiel keine Malpalette, also nicht einfach einen ganz normalen Teller aus der Küche, den ich dann später wieder abwaschen kann. Nehme halt ein bisschen weiße Farbe. Und gehe jetzt einmal rundherum, damit es am Ende, na, was nehme ich da? Ich habe nämlich schon ein paar vorbereitet, so aussieht. Kann jetzt nicht alle Farbschichten einzeln zeigen, weil tatsächlich dauert es mal mit Acryl eine Weile, bis das Ganze weiß ist und trocken. Weil das Problem ist, wenn man, na, dass es beim ersten Mal zumindest bei meiner Farbe nicht hundertprozentig deckend ist. Das sieht ja von weit weg aus. Von weit weg sieht man es vielleicht nicht so. Wenn man näher rangeht oder direkt davor sitzt, schon. Das heißt, ich würde jetzt noch ein zweites Mal drüber gehen. So, dadurch, dass ich aber jetzt zum Beispiel nicht wieder so eine Kuh machen möchte, sondern mal ein anderes Tier, nehme ich jetzt nicht weiß, sondern ich habe mich heute für rosa entschieden. Ich dachte, ich mache heute mal ein Schweinchen, weil das geht relativ einfach und ich kann es mit den paar Farben, die ich da habe, auch einfach machen. So, weiß habe ich ja schon gesagt, habe ich schon einmal auf den Teller gemacht. Als weißes nehme ich jetzt noch ein bisschen pink. Mache das
halt drauf. Im Verhältnis ist natürlich ein bisschen weniger als das Weiß, weil es soll ja rosa werden am Ende. So. Mische das. Und wenn es mir noch nicht rosa genug ist, dann mache ich halt doch noch ein bisschen mehr Pink drauf. Huch, oh, das war jetzt vielleicht schon ein bisschen viel. Ah, ne, sieht ganz gut aus. So. Und dann kann ich auch schon anfangen, das Ganze zu bemalen. Und der eine hat vielleicht einen größeren Pinsel als der andere. Ich habe Glück, ich habe tatsächlich noch ein paar größere, wirklich von Malern. Von früher, von damals geht es tatsächlich auch recht zügig. Ja, mein Tetrapack ist auch übrigens ein bisschen größer geworden. Ja, man kann auch natürlich ganz kleine Tetrapacks nehmen, man kann sie auch geschlossen lassen, wenn man da nichts reinmachen möchte, wie Erde zum Beispiel oder Stifterhalter. Muss man es natürlich auch nicht verwenden, sondern man kann es auch tatsächlich als Aufbewahrung nehmen für ja, Schrauben zum Beispiel. Oder anderes, was halt so reinpasst. Da würden sich auch kleinere Formate natürlich anbieten. So. Ja, was mir öfter passiert, ist, dass ich das nicht so richtig abschätze, wie viel Farbe ich tatsächlich brauche. Beziehungsweise war es letzte Woche so, dass ich einfach immer zu viel Farbe drauf hatte und am Ende dann das ungebraucht, ja, entsorgt habe, was natürlich auch nicht so toll ist. Auch nicht Sinn der Sache. Deswegen habe ich inzwischen die Tendenz, immer zu wenig zu nehmen. Ist aber an sich auch nicht schlimm, weil da mischt man sich das halt nochmal ein bisschen nach, was ich jetzt tatsächlich auch nochmal machen muss. So, aber noch weniger als jetzt schon beim letzten Mal, weil ich habe ja schon 3 von 4 Seiten fertig gemacht. So. Na. Ja, bei mir neigt sich das Weiß auch schon dem Ende zu, muss ich sagen. Also viel werde ich damit auch nicht mehr machen können. Da muss ich mir was anderes überlegen. So, aber zumindest für das heutige Projekt dürfte es noch reichen. So, ihr könnt es noch nicht sehen, aber ich zeige euch das gleich, wenn ich fertig bin. Weil jetzt nach der zweiten Schicht kann man auch einfach nicht mehr durchsehen. Also ist das Ziel damit erfüllt. Man sieht jetzt nicht mehr, was es vorher war. Also klar, dass es Tetra Pak ist, sieht man natürlich immer noch. Aber nicht, ja, was mal drin war. So. Ja, wenn man in einem richtig großen Laden einkaufen geht, dann kann man auch sich auch immer so ein bisschen daran orientieren, wo die Öffnung ist. Weil wenn man das hier mal sieht, ist die nicht in der Mitte. Das heißt, wenn ich es jetzt hinstelle, wird es auf jeden Fall umkippen. Man kann natürlich noch was auf der anderen Seite einfach dagegen drunter kleben, dass es ausgeglichen ist. Oder aber man ja, schaut, dass man vielleicht wirklich einen Tetrapack findet, wo der Deckel direkt in der Mitte ist. Und dann steht es auch schön und dann hat man es ein bisschen leichter. So. Ja, ich bin jetzt eigentlich durch. Ich weiß nicht, kann das hier drumherum. Also den ursprünglichen Deckel mache ich mal auch noch kurz rosa. Wo ich die Farbe schon mal noch habe. So. Ja, was man da für Farbe nimmt, ne? Wie gesagt, was man gerne mag oder gern umsetzen möchte oder auch einfach, was man da hat. Ich habe gerade nur 4 Farben da. Also ist meine Auswahl nicht so groß, aber ist nicht schlimm, weil rosa mag ich ganz gerne. So, ich wollte mal zeigen, dass man es auch wirklich nicht mehr sieht, was es vorher war. So. Ja, und dann hat man eigentlich schon den größten Teil tatsächlich. Ja, geschafft, würde ich sagen. Was man jetzt noch machen könnte, weil, wie gesagt, ich möchte ja gerne ein Schweinchen machen und will es auch so ein bisschen, ja, 3D ist vielleicht blöd gesagt, aber hier in dem Beispiel sieht man ja, dass die Augen abstehen und würde ich prinzipiell bei dem Schweinchen auch machen, aber das Problem ist, ich habe einfach nicht mehr so viele Deckel und ich habe das hier halt aus den Deckeln von den Tetrapacks gemacht, aber so viel Nachschub habe ich nicht.
Darum habe ich überlegt, dass ich statt der Augen wenigstens die Nase rosa mache und die dann abstehend mache. Das heißt, ich nehme jetzt noch den Deckel, der übrig geblieben ist, und male den noch rosa an. So. Ja, das Ganze muss jetzt natürlich trocknen. Bevor man weitermachen kann, zumindest mit den Teilen. So, Deckel ist rosa. Und ja, das lasse ich mal noch ein bisschen trocknen. Und was man jetzt natürlich noch braucht, sind trotzdem Augen. Man könnte die, wenn man fertig ist, einfach ja mit einem Edding schwarz anmalen. Würde tatsächlich auch natürlich gehen und auch reichen. Aber mir persönlich reicht es nicht. Ich mag immer das noch ganz gern, wenn es so, so wie man es hier sieht, noch einen weißen Hintergrund hat. Und dafür nehme ich einfach normales weißes Papier. Haben die meisten wahrscheinlich zu Hause, einfach weißes Druckerpapier oder so oder aus irgendeinem Block. Und male mir dann jetzt hier die Augen aus und schneide die am Ende auch aus. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme habe, auch einen Kreis zu malen oder so, dann gibt es höchstwahrscheinlich in jedem Haushalt zahlreiche Dinge, die man sich dafür zur Hilfe nehmen kann. Ich nehme jetzt einfach mal den Deckel von, ja, meiner Acrylfarbenflasche und male mit einem Stift einmal drumherum. Oh je. Da ich natürlich wieder genau den Stift erwischt, der nicht mehr funktioniert. Dann nehme ich mal einen Bleistift. So. Zeige euch das gleich, wie es aussieht. Muss es auch tatsächlich nicht schön aussehen. Sieht es auch nicht. Zumindest das erste nicht. So. Weil wenn ich es dann ausgeschnitten habe, dann drehe ich es sowieso um. Und wenn es ganz schlimm ist, dann na, kann man es auch einfach einmal umknicken, zusammenkleben und doppelt ausstellen, ausschneiden, was vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, weil ich mir nicht sicher bin, wie lichtdicht das Ganze ist. Aber ich schneide einmal einzeln aus und wie ist denn aus? So. Okay, Auge Nummer 1. Und Auge Nummer 2. Huch, oh je. Na, die sind trotzdem nicht gleich groß, glaube ich. Das ist aber nicht so schlimm. So, dann habe ich hier meine zwei Augen. Und ja, wenn ich das mal nehme. Und das so drauflege. Oh, ist riesig geworden, ne? Aber man könnte so ein bisschen so schräg machen. Passt auf jeden Fall und es scheint auch, also schimmert auch nicht groß durch. Also man sieht jetzt nicht, dass dahinter rosa ist. So. Ja, trotzdem brauchen die Augen natürlich eine Pupille. Die male ich dann drauf. Entweder mit dem Fineliner, der bei mir aber eh nicht mehr geht, oder aber ich habe ein Edding. Ja, ich mache das immer ganz gerne noch, bevor es draufklebt. Oh je. Das, ja. Meine Stifte wollen halt alle nicht so. So. Okay, der funktioniert gut. So, Auge Nummer 1. Und Auge Nummer 2. So, hier scheint es natürlich durch, aber ist klar, es ist halt ein Edding. Deswegen muss man jetzt beim Aufkleben trotzdem gucken, dass man es dahin klebt, dass man ne, hier das von der Rückseite nicht mehr so sieht. Und ja, jetzt kann man es echt schon aufkleben.
Muss ich mal unter dem ganzen Wirrwarr hier den Kleber suchen? Ah, hier. So. Also es ist auf jeden Fall was, da muss man jetzt nicht irgendwie künstlerisch groß begabt sein oder so. Das kommt man, ne, sehr leicht hin. So, das machst du jetzt einmal nicht nebeneinander, weil erstens passt es gar nicht mehr so richtig und zweitens sieht es auch irgendwie noch lustiger aus, finde ich, wenn man das so ein bisschen versetzt macht. So, und tatsächlich müsste man jetzt auch nicht unbedingt ein Schweinchen draus machen. Dann könnt ihr auch einfach so ein Gesicht nehmen. Aber ich mache trotzdem eins draus. So, und zwar mit meinem Deckel, was bei vielen Deckeln ein Problem ist. Zumindest ist es bei dem so, ist, dass er ein Teil vom Deckel noch übersteht. Das heißt, man kann es jetzt schlecht ankleben. Ist ein bisschen ungünstig. Das heißt, da muss es halt bisschen umknicken. Entweder man macht es halt so mit der Hand. Manchmal geht es nicht, weil die echt stabil und dünn sind. Dann ja, muss man es halt anders machen. Ein Werkzeug oder so. Aber bei dem habe ich Glück, da geht es ganz gut. Ja, jetzt klebe ich das an. Das mache ich aber nicht mit normalem Kleber, sondern mit Kunststoffkleber, weil das hält einfach besser. Obwohl mir die trotzdem regelmäßig abfallen. Aber ich bin auch so ein Mensch, der läuft da gerne mal irgendwie gegen. Oder kommt gegen oder stößt die um oder so. So. Ja, dann lasse ich das jetzt einen kurzen Moment trocknen. Aber dürfte eigentlich nicht lange dauern. So, das ist auch schon, sieht schon knuffiger jetzt aus. Müsste man ja eigentlich noch die Nasenlöcher malen, die typischen, wo ich die vielleicht mal nur andeuten würde. Weil es tatsächlich so schon ganz gut aussieht, finde ich. Da halt zumindest nur dünner machen. Also mit Edding wäre es mir vielleicht wirklich ein bisschen zu extrem. So. Aber ist halt alles Geschmackssache, ne? Der Deckel runtergefallen. Ja, und jetzt würde man einfach noch einen Mund machen. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn bei der Kuh genommen? Da habe ich das so gemacht. Okay, dann. Ja, ich glaube, den Mund würde ich dann doch wieder mit Edding machen. Cool. Also ist jetzt halt wirklich einfach, hat nicht lang gedauert und man braucht nicht viele Materialien für. Man könnte jetzt hier oben auch noch so ein Haaransatz hinmalen oder so. Habe ich das ja hier auch, hier habe ich das sogar auch gemacht. Oder ne, so. So, man kann es halt, ja, nach oben hin geht es immer, ne? Aber so vom Grundprinzip her, ja, ist das tatsächlich alles. So, und jetzt nochmal, um ein paar andere Methoden vorzustellen, wenn man vielleicht nicht so viel Farbe da hat. Oder vielleicht beides kombinieren möchte, habe ich mir noch was anderes überlegt. Und zwar habe ich vorhin schon mal was gelb angemalt, auch wieder ein Tetrapack. Und hier ist das, was ich vorhin gesagt habe. Nur entweder man hat es so ungünstig und muss es so doof aufschneiden wie ich. Oder aber man kann es halt einfach so auseinanderfalten und dann oben abschneiden, was ich mal jetzt noch kurz mache. So. Und hier hatte ich mir überlegt, hier kann man jetzt nur so eine Biene draus machen. Und da hat man natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder man nimmt wieder einfach ein Edding. Edding bietet sich für sowas einfach immer an, weil ne, die Stiftstärke ist oft einfach dicker als von einem Feinliner oder so. Oder wenn man das kein Edding da hat, aber zum Beispiel Buntstifte oder man hat einen Drucker und druckt sich das in schwarz aus oder irgendwas anderes, dann nimmt man einfach das.
mein Drucker ist nicht so der Renner und ich wollte jetzt nicht alles mit Edding malen und habe es daher mal mit Pastellkreide probiert, was übrigens auch recht fix geht, weil, ja, ich zeige das mal kurz, wenn man einfach ein paar Striche drauf macht und es dann so verschmiert. So, da kann man richtig schnell mal so eine Seite schwarz machen. Und für so eine Biene braucht man ja eigentlich bloß schwarze Streifen. Wenn man dann so ein schwarzes Blatt hat, muss man jetzt eigentlich nur die Streifen ausschneiden. Was ich da wichtig finde, also für mich zumindest, ist, dass man die Streifen halt gleichmäßig ausschneidet. Und was sich auch anbietet, ist, wenn man gerade Pastellkreide nimmt, dass man das danach vielleicht ansprüht und fixiert mit, ja, Haarspray habe ich aber nicht da, also muss ich es ohne machen und habe dann schwarze Hände. Und wenn man die Streifen gleichmäßig haben möchte, ja, dann faltet man das einfach so, dass am Ende halt so eine Ziehharmonika entsteht. Das ist einfach so das Prinzip, da muss man nichts abmessen bei und kann am Ende die Streifen einfach ausschneiden und das draufkleben. Und ich mache das auch gleich noch weiter. Aber noch eine zweite Sache, die ich vorher gerne zeigen möchte, ist, dass ich habe ja gesagt, man kann es wie bei den Augen, ne, oder bei der Nase so hervorstechend machen oder hervorhebend machen, dass es halt noch so ein bisschen einen plastischeren Effekt hat. Man kann es natürlich aber auch mit anderen Elementen machen, also auch einfach aus Papier. Und ich muss mal hier ganz kurz die Hände waschen. Ist wirklich alles schwarzes? Na, egal. Und habe da zum Beispiel vorhin mir so Flügel ausgeschnitten. Die sind jetzt vielleicht für dieses Format ein bisschen zu groß, aber prinzipiell habe ich einfach ja so eine Art Flügelform mir entweder aus dem Internet rausgesucht, also ich hatte es einfach im Kopf und habe so oder einfach so, ne, frei Schnauze gemalt und habe das ausgeschnitten und angemalt. Und das Wichtige dabei ist, dass man halt immer ein bisschen mehr Platz lässt, weil man muss es ja noch ankleben. Und dafür knickt man hier halt einfach so ein Stück um. Und wenn man das jetzt sucht, das ist falsch rum, wenn man das jetzt so anlegt, so, auf beiden Seiten und danach die schwarzen Streifen dran macht. Ich habe auch den zweiten Vögel natürlich da. So, dann hätte man eine Biene. Natürlich kann man auch jetzt hier wieder die Augen und das Gesicht drauf machen. Und ja, so kann man allen möglichen machen. Man könnte jetzt auch einfach einen Drachen basteln und dann die Drachenflügel oder so nehmen. Oder ich habe vorhin auch noch die Elfenflügel hatte ich vorhin. Nee, Schmetterlingsflügel habe ich vorhin gemacht. Könnte man aber auch hier. Ich habe es so gemacht. Die könnte man zum Beispiel mit dem Rosa auch kombinieren. Ich habe es tatsächlich so gemacht, wollte ich noch kurz sagen, weil ich es immer ganz gern symmetrisch mag. Ich habe halt einfach eine Seite aufgemalt und habe das Ganze dann ja gefaltet, so wie hier, und habe es dann halt ausgeschnitten, sodass am Ende zwei Flügel rauskommen. Ich muss es jetzt natürlich in der Mitte noch durchschneiden. Habe auch hier an den Seiten wieder ein bisschen was übergelassen für das zum Falten, dass man es gut dran kleben kann. Würde es jetzt der Vollständigkeit halber noch auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch mal so anmalen, damit, wenn man ja das Ganze von hinten sieht, das halt nicht weiß ist, ist halt nicht so schön, finde ich zumindest. Und dann könnte man es auch wieder dran machen. Man könnte sogar noch irgendwelche Muster hier drauf malen mit einem dünnen Fineliner oder so und dann ist noch ein bisschen. Noch ein bisschen kunstvoller gestalten, aber so vom Prinzip her, ja, würde man so ziemlich viele coole Sachen machen können. Und ich würde jetzt auch einfach mal nebenbei die Biene vielleicht noch weitermachen, aber würde es trotzdem das Wort erstmal abgeben für ein Okay. weiteres Projekt. Ja, super. Dann melde ich mich jetzt mal zum Wort mit meinen kleinen Projekten. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie man aus Toilettenpapierrollen so kleine Stiftaufbewahrungssachen macht. Also hier sowas zum Beispiel.
Und ich möchte euch gleich zu dem Punkt auch nochmal vorstellen, was ihr machen könnt, wenn ihr wirklich überhaupt nichts an Farben zur Verfügung habt, keine Eddings und gar nichts. Was wir brauchen, ist eine Toilettenpapierrolle. Eine Toilettenpapierrolle, hier so zum Beispiel. Und dann könnt ihr einfach mal in eurem Pappmüll gucken, was ihr da noch so habt. Ich habe hier irgendwie von so einem Ofenkäse noch so ein bisschen Material da. Und was ich jetzt mache, ist, ich schneide mir daraus einfach ein Stück zurecht. Achso, vielleicht zwischendurch nochmal sagen, falls jemand wirklich zuguckt und noch nicht im Chat ist, kommt gerne in den Chat rein. Dann könnt ihr da Fragen stellen. Ihr findet den Button für den Chat direkt unter unserem Stream in so einem orangen Kasten. Da einfach draufklicken, den Namen eingeben und dann seid ihr bei uns im Chat und wir können mit euch kommunizieren. So. Also jetzt habe ich hier dieses Stück Pappe und die Toilettenpapierrolle. Hier sind so ein paar Reste dran. Das passiert irgendwie bei einigen Firmen doller, bei anderen weniger. Das säubere ich jetzt nochmal schnell. Und dann können wir auch schon weitermachen. Was ich nämlich gemacht habe, ist, ich habe mir einfach im Internet schöne Bilder rausgesucht. Muster. Hier zum Beispiel habe ich einfach mal nach Marmor gesucht und habe da dieses helle Marmor gefunden. Hier habe ich jetzt mal nach Aquarell geguckt. Es gibt da wirklich richtig schöne Motive, die man finden kann. Das finde ich auch ganz nett. So ein paar Blüten bzw. Blätter. Und was ich mache, ist einfach, ich schneide das mal aus. Ihr müsst da ein bisschen aufpassen, dass ihr die richtige Größe nehmt. Messt euch einfach die Toilettenpapierrolle einmal aus. Oder wickelt einfach ein Stück Papier rum und dann wisst ihr, wie groß es sein muss. Und im schlimmsten Fall, wenn ihr keine Lust auf Messen habt, dann müsst ihr das einfach auf ein ganz großes A4-Blatt drucken. Dann passt es auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mich hier auch ein bisschen vermessen. Oder ist? Das passt sogar. Genau. Dann legt man es hier rum. Bei dem Motiv ist es ein wenig ungünstig, dass wir hier hinten so eine Kante haben. Aber das kann man dann eventuell auch noch mit ein bisschen Washi-Tape oder irgendwelchen anderen Dingen, die man hat, verkleiden oder verstecken. Alternativ ist das einfach die Rückseite. Genau, und jetzt klebe ich das mal ganz fix fest. Dazu reicht ganz normaler Prittstift. Da muss man nichts Großes benutzen. Was ich gemacht habe, um die Rolle dann später auf die Pappe zu kleben, da habe ich tatsächlich Heißkleber benutzt, damit es ein bisschen besser hält. Aber wenn ihr da gerade keinen Heißkleber zur Verfügung habt, dann funktioniert das bestimmt auch mit normalem Kleber. Ja. So, das schön festmachen. Ich habe etwas unsauber geschnitten, aber auch das kann man alles noch ein bisschen ausbessern. Und dann haben wir das so fertig. Jetzt möchten wir natürlich, dass diese Pappe auch noch schön aussieht. Ich glaube, ich hatte hier noch mal das gleiche Muster. Ach, das war das, was zu klein war. Das heißt, das schneide ich mir jetzt auch noch mal richtig aus und klebe das einfach auf die Pappe rauf. Was ihr alternativ auch benutzen könnt, wenn ihr sagt, Drucker, ja, da sind die Patronen gerade alle, Stifte habe ich nicht, Farbe habe ich auch nicht, weil ich gerade umgezogen bin.
Ihr habt bestimmt ganz, ganz viele Werbeprospekte in eurem Briefkasten oder Zeitungen und auch damit kann man arbeiten. Also letzte Woche hatte Sabrina das ganz schön gezeigt, dass man einfach Werbeprospekte nehmen kann oder Kataloge, was man halt einfach so eh zugeschickt bekommt. Kann sich da schöne Motive raussuchen. Manchmal gibt es ja gerade so Urlaubskataloge, dann mit schönen Landschaften. Da kann man immer was finden. Ja, und wer es mag, der kann ja auch eher so ein buntes Muster daraus nehmen, einfach, dass die Kataloge so durcheinander gerissen werden und aufeinander geklebt werden. Auch das ist möglich. Da sind eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Macht es einfach so, wie es euch gefällt. So, und ich habe es jetzt aufgeklebt und habe gemerkt, dass ich ein bisschen mich bei der Pappe verschätzt habe. Es war ein bisschen groß und schneide das jetzt nochmal zurecht. Und dann sind wir nämlich auch fast fertig mit dem Thema Stiftebehälter. Ja, und dann setzt man das jetzt hier einfach rauf und klebt das fest. Wie gesagt, ich habe es mit Heißklebepistole gemacht. Wenn ihr keine Heißklebepistole habt, dann empfehle ich euch, hier ein bisschen was überstehen zu lassen. Bei mir ist es jetzt sehr, sehr wenig, was ihr nach innen knicken könnt. So habt ihr ein bisschen mehr Klebefläche. Weil nur der dünne Rand ist fürs Kleben recht ungünstig. Da lieber ein bisschen mehr überstehen lassen und dann habt ihr Klebefläche. So, das. Und dann packe ich das einfach rauf. Ihr seid da auch wieder total frei. Macht es in der Mitte, links an der Seite, in der Ecke. Ihr könnt da auch noch weitere Sachen hinzufügen. Ich mache es mal hier in der Ecke. Das Ganze muss jetzt natürlich ein bisschen trocknen. Und dann könnte man sich überlegen, ob man nochmal eine zweite Toilettenpapierrolle nimmt, die auf halber Höhe abschneidet und hier noch ein zweites kleines Gefäß macht, wo dann zum Beispiel Büroklammern reinkommen. Sowas wäre auch möglich. Finde ich auch ganz nett, die Idee. Ja, und schon sind wir mit unserem kleinen Toilettenpapierrollen-DIY. Ups, hat ja gut geklappt. Also ich glaube, ich empfehle euch wirklich, nutzt da lieber Heißkleber. Wie gesagt, das funktioniert super gut. Ich bin dann mit dem Heißkleber, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber ich bin da wirklich so ein bisschen wie mit so einem Fugensilikon lang gegangen und habe das da in die Ecke geschmiert. Und das dadurch, dass der Heißkleber ja eh durchsichtig trocknet, sieht man das gar nicht. Und es sieht richtig sauber aus. Ja, das war mein kleines Toilettenpapierrollen-DIY. Was man auch noch super aus Toilettenpapierrollen machen kann, sind Serviettenfalter. Das zeige ich euch hier mal. Die können dann zum Beispiel so aussehen. Dazu nehmt ihr euch einfach auch wieder eine Rolle Toilettenpapier und zeichnet euch an, wie es aussehen soll. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Hasen gemacht und das sollte auch ein Hase werden, aber der hat etwas kürzere Ohren. Genau, schaut einfach, was ihr da haben wollt. Ihr müsst auch keine Tiere nehmen, ihr könnt da ja auch einfach ein schönes Muster nehmen. Bemalt es, beklebt es, besprüht es, alles, was ihr so zur Verfügung habt, könnt ihr nutzen, um das schön zu gestalten und dann kann das als Serviettenring benutzt werden. Funktioniert auch sehr gut und ist sehr einfach zu machen. Auch hier kann man natürlich wieder mit allen möglichen Accessoires, die man so zu Hause hat, das Ganze noch ein bisschen aufhübschen. Ich denke da zum Beispiel an so Wackelaugen, die man dann einfach hinzufügt. Dann wird das Ganze auch noch ein bisschen witziger. Ja. Sabrina, möchtest du noch was zeigen? Ja, ich könnte tatsächlich noch was zeigen. Also Dann machen wir einmal kurz. habe ich jetzt, Ja. ne?
Dann machen wir kurz nochmal einen Wechsel und dann. Ja, machen wir. So, also einmal habe ich jetzt, während Isabel ihr Projekt oder ihre Ideen vorgestellt hat, mal die Biene weitergemacht. Bin jetzt gerade schon wieder bei den Augen und würde jetzt zumindest auch die Flügel tatsächlich mal ankleben, damit man das sieht, wie es am Ende aussieht. Und das dauert doch gar nicht lang. So, ja, ich schneide hier auch mal fix aus. Und ich wundere, meine Hände sind jetzt schwarz von von der Pastellkreide. Also es wäre jetzt nicht meine erste Wahl tatsächlich, aber ich wollte es mal ausprobieren. Aber ich denke, wenn man halt auch entsprechenden, ja, Haarlack oder ähnliches hat, dann dürfte das auch, ja, besser ausgehen. So. So, noch hier wieder Auge Nummer 1 und Auge Nummer 2. So, dann male ich wieder die Kullern drauf und denke auch wieder dran, dass ich es so rumdrehe, dass man. Ach, jetzt ist eigentlich auch schon fast egal, weil durch meine Hände ist jetzt eh alles so ein bisschen schwarz. So, ist aber nicht schlimm, weil. Viele von uns, ja, haben ja öfter mal einen Tetrapack übrig. Macht man es einfach nochmal. Wenn man sowas dann zum Beispiel im Sommer oder so draußen hinstellt, dann wird es irgendwann nach ein, zwei Jahren oder so auch nicht mehr so frisch aussehen wie am ersten Tag. Auch dann kann man es dann einfach natürlich nochmal neu machen. Und sich stets verbessern, und dann das nächste Mal vielleicht einfach nicht Pastellkreide nehmen. So, ja, ich mache die Augen mal hier ein bisschen weiter drunter, aber wenn ich sie höher machen würde, dann ja, würde die Pupille mit dem schwarzen Streifen ja kollidieren, sage ich mal, und dann sieht man es einfach nicht so gut. So, ich mache es aber hier wieder auch so ein bisschen versetzt. So. Jetzt klebe ich noch die Flügelchen an. An den Seiten. Ich mache das jetzt alles mal wirklich mit einem Prittstift, also es hält doch. Aber es ist halt auch nur normales Papier, also und wird jetzt auch nicht weiter verwendet. Und hier habe ich tatsächlich so ein Tetrapack genommen, was steht, wo der Deckel halt genau in der Mitte ist. Ist auf jeden Fall ganz nett. Dann kann er natürlich auch sonst einfach an den Seiten Löcher reinmachen. Auch wenn man zum Beispiel anhängen möchte und kann dann da, na, entweder Wolle, wenn man welche da hat oder so, oder das pa Paketband nehmen. Das verwende ich ganz gerne, weil das sehr stabil ist und weil man es einfach zu Hause hat oder öfter zu Hause hat als vielleicht Wolle, wenn man jetzt nicht so der Stricker oder so ist. Und ja, jetzt müsste man natürlich noch einen Mund machen. Den male ich mal noch kurz auf. So, oh je, der ist vielleicht ein bisschen zu klein geworden, ne? Naja, egal. Die Augen sind vielleicht auch ein bisschen extrem groß geworden. Aber wenn man sich jetzt nebeneinander sieht, ja, das Die geht schon, finde ich. So, hier, was ich noch als letzten Punkt sagen wollte, weil ich das für mich ganz wichtig fand. Also manch einer hat vielleicht trotzdem keine Tetrapacks oder denkt sich, oh, das ist aber unendlich groß, am Ende sowas zu haben und man braucht es vielleicht gar nicht. Und was mir vorhin passiert ist, ich habe dann einfach schon mal probeweise ein rosanes Tetrapaket angemalt, damit wir dann ja nicht ewig lang warten müssen darauf, dass es getrocknet ist. Und hatte dann, wie ich ja am Anfang schon mal erzählt hatte, einfach Farbe übrig gehabt und habe dann geschaut, was habe ich mir denn noch so alles aufgehoben? Oder was kann man denn noch anmalen, was auch kleiner ist? Und habe da zum Beispiel einmal mir einen alten Quarkbehälter genommen und habe den auch angemalt. So. Oh je, das sieht das.
tatsächlich, glaube ich, in der Kamera gar nicht so nett aus. Aber in Wirklichkeit ist das ein ganz netter Farbverlauf. Und auch das geht. Könntest du jetzt natürlich noch weiter verzieren. Und was man auch machen könnte, klar, man kann es freihand was draufmalen, aber man kann sich auch Motive, naja, andersrum erstellen, sage ich mal. Ich habe einfach eine Plätzchenform genommen und habe mir dann, es ist ja hier ein Stern, habe dann einen Stern genommen und habe den praktisch, ich mache es mal kurz, so, oh je, so angedeutet zumindest, damit ich die Form jetzt nicht voll male. So, also wirklich, wenn ich jetzt diese Form so habe, also ich schneide die jetzt aus. Aber ich schneide die so aus, dass am Ende wieder eine Form entsteht. Die halt Plätzchenform. Man könnte auch tatsächlich sogar schon die nehmen, aber ich möchte das mal nicht machen. Dann schneidet das mal so aus. Dann könnte ich mir in allen möglichen Motiven, die ich halt habe oder die ich mir vielleicht auch im Internet raussuche und die dann ausschneide, halt so selber formen. Nehmen und könnte die noch benutzen, um das weiter zu gestalten. So, ich habe jetzt den Stern mal so ausgeschnitten, wie er hier ist. Und jetzt könnte ich einfach, hier vorhin habe ich mal noch auch noch zusätzlich eine Konservendose genommen und habe die auch angemalt. Da war sehr viel Farbe übrig. Und jetzt könnte ich hier die Form nehmen, könnte die so dranlegen und könnte das jetzt zum Beispiel, ich mache es mal einfach fix, dass man das Ergebnis auch mal sieht. Nicht nur, wie es sein könnte. So. Ah, hallo Anne. Und könnte jetzt den Stern so draufmalen. Also wie gesagt, ne, manch einer kann es auch freihändig so malen, dass es am Ende richtig toll aussieht. Ich gehöre da auch nicht unbedingt zu den Leuten. Und wenn man da auch so ist wie ich, dann macht man nicht halt einfach die Form so. Und bringt das dann trotzdem vernünftig auf das jeweilige, ja, Produkt, sage ich mal, oder ja, Material. Und auch das kann dann am Ende nett aussehen. Also mein Stern ist jetzt natürlich nicht so schön, weil der nicht ganz symmetrisch ist. Und ich das jetzt ziemlich schnell bloß gemacht habe. Aber so prinzipiell kann man so auch noch nette Sachen machen. Auch wenn man es kleiner oder größer noch macht und das reihum macht, dann kann es ganz nett aussehen. Und das Letzte, was ich gestaltet habe, ist ein Joghurtbecher. Ein alter. So, auch hier sieht man es jetzt, glaube ich, in der Kamera gar nicht so nett. Ich habe halt mit Rosa angefangen, weil ich halt noch übrig hatte. Und habe dann das normale, ungemischte Pink genommen und habe dann da so einen ganz netten Farbverlauf draus gemacht. Und ist auf jeden Fall was, das steht auch, egal wo der Deckel ist oder war. Und ist halt nicht so groß, ne? Genau wie halt die anderen Sachen. Und auch das kann man alles verwenden. Also man muss jetzt nicht immer nur die großen Tetrapacks nehmen oder so vielleicht das Offensichtlichste, was einfach groß ist und viel reinpasst, sondern man kann auch aus kleinen Sachen ganz nette Sachen machen, die man sonst vielleicht wegschmeißen würde. Ja. Das von meiner Seite aus, glaube ich. Und was man damit halt dann, also man ist da ja in der weiteren Verwendung sehr offen. Ich nutze sowas zum Beispiel ganz gerne, um da was reinzupflanzen. Gerade wenn man so Kräuter hat, die vielleicht eh nicht so lange halten, dann ist es perfekt, das in so einen Tetrapack zu machen. In diese kleinen Quarkschalen kann man zum Beispiel auch super gut Kresse anpflanzen. Ich habe aktuell in einem Standard Deckel von so einem Aufstrich habe ich einfach Kresse angepflanzt. Die wächst auch schon ganz gut. Bisschen vereinzelt, aber naja, sie wird trotzdem schmecken. Genau. Also das kann man halt nutzen. Das kann man auch gut in diesen Quarkbecher machen. Der Joghurtbecher ist dafür halt ein bisschen zu hoch, aber theoretisch könnte man ihn ja sich sonst auch so zurechtschneiden, wie man das gerade braucht. Genau, dann würde ich euch noch mal eine Sache zeigen, wie wir aus den Materialien noch kleine Minispiele basteln können. Dafür habe ich zum Beispiel zurechtgelegt,
Deckel von den Tetra-Packs in unterschiedlichster Ausführung. Sabrina hatte es ja schon erwähnt. Also der hier ist ein ganz besonderes Exemplar. Der hat nicht nur diese Dinger vorstehen, sondern hier auch noch so ein Nupsel dran. Da versuche ich einfach mit der Schere das jetzt mal abzuschneiden. Das müsste eigentlich gehen. Ja, ging. Und die Dinger hier, die schneide ich auch ganz einfach ab. Passt da schön auf eure Hände auf, dass denen nichts passiert. Wenn ihr das mit Kindern macht, dann sollte das auf jeden Fall jemand Erwachsenes übernehmen. So, und jetzt sind die hier, ups, gekürzt. Und jetzt kann der auch flach aufliegen. Und dann habe ich einfach mir einen beliebigen Stift genommen und da zum Beispiel einen X und ein O drauf gemacht. Und dann kann man damit ein kleines Spiel machen. Welches Spiel der macht, da seid ihr frei. Also ich habe letzte Woche habe ich ein Vier-Gewinn-Spiel machen wollen. Leider habe ich mich ein bisschen vermessen und meine Fläche ist doch nur für einen Drei-Gewinn geworden. Auch hier seht ihr wieder, ne, ich habe einfach nichts gehabt zum Anmalen. Es ist einfach nur eine Pappe, die ich bemalt habe, beziehungsweise ich habe hier einfach was draufgeklebt und dann die weißen Flecken habe ich auch einfach ausgeschnitten. Und klar, man kann das jetzt perfekt machen und richtig schön rundschneiden, aber für mich ist das genauso, wie es ist, irgendwie viel, viel schöner, finde ich jedenfalls. Also es ist ein bisschen individuell. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir Kronkorken genommen. Genau. Gibt es ja auch von diversen Getränkeherstellern, beispielsweise nach Limonaden anbieten. Und die habe ich auch bemalt. Mit so einem, ich hatte jetzt halt nur so einen Lackstift da. Auch wieder so XXO und dann kann man das halt hier spielen. Ja, das dazu. Ah, und das Marmeladenglas. Das habe ich leider gerade aktuell nicht da und ist auch, naja, schwieriger zu Hause umzusetzen, weil wir da die Plottermaschine, den Schneideplotter vom Windeck benutzt haben, um uns dicker zu machen. Aber ich kann auf schnellem Weg zeigen, Glas habe ich auch schon hier, wie man sowas Ähnliches halt hinkriegt mit Mitteln, die man eh zu Hause hat. Also ich nehme so ein Glas in ja, verschiedenster Größe. Also da seid ihr ganz frei. Gerade für so ein Teelicht eignet sich, glaube ich, das ganz gut. Und dann habe ich so eine Lackstifte, die unter anderem auch für Glas, Metall verwendbar sind. In verschiedenen Farben. Ihr könnt aber auch einfache Acrylfarbe nehmen, funktioniert auch. In dem Beispiel, was wir auf Instagram geteilt haben, da war das unsere Airbrush-Maschine, mit der wir das gemacht haben, also Airbrush-Farbe. Die trägt sich natürlich sehr viel schöner aus, auf. Ich zeige das jetzt mal, wie ich das jetzt hier zu Hause mit den Mitteln machen würde, die ich eh nur da habe. Also ich würde diesen Lackstift nehmen. Nach Anleitung muss man den ein bisschen pumpen, damit da was rauskommt. Und dann, ich möchte daraus jetzt, ja, was mache ich da drauf? Ein Teelicht. Das können wir da raufmalen. Ich glaube, wir hatten da so eine Katze drauf gemalt. Das müssen wir nochmal aufmachen. Ihr könnt da aber alles draufschreiben, draufmalen, was ihr möchtet. Oh. Ich mache jetzt erstmal hier so einen Mond. Ich habe ganz gut. So, Mond und vielleicht noch ein paar Sterne. Ja, damit kann man dann eben ein paar Muster hier erstellen. Was auch immer, wir können auch die Farben kombinieren. Wenn ihr sagt, naja, Freizeichnen ist irgendwie nicht so meins,
Und dann könnt ihr euch Schablonen erstellen, wie Sabrina das schon gezeigt hat. Vielleicht habt ihr auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, alte Aufkleber, die ihr zuschneiden könnt. Ja, genau, entweder ihr nehmt halt einfach direkt schon welche, die so aussehen, dass sie eine interessante Struktur bieten. Oder ihr habt irgendwie vielleicht so großflächige Werbeaufkleber, die man manchmal irgendwie bekommt. Dann könnt ihr die einfach raufkleben, also zuschneiden, zum Beispiel zu einem Stern zuschneiden, aufkleben und dann außen drum so malen. Das finde ich auch ganz nett. Das kann man auch mal ausprobieren, ob das mit Papier klappt. Mal schnell ein Sternchen ausschneiden. Naja, gut. Schön ist das Sternchen nicht, aber es ist ein Sternchen. Und mit einem kleinen bisschen Kleber, da müsst ihr halt sehr vorsichtig sein, könnt ihr das dann raufkleben. Ihr könnt es dann theoretisch auch einfach komplett mit Papier bekleben, auch kein Problem. Dann könntet ihr euch Motive aus dem Internet raussuchen. Das machen. Ja, und jetzt so nutze ich halt diesen Papierstern einfach so als kleine Grundlage und male da außen lang. Wenn man natürlich schöner schneiden kann, dann wird das Ganze auch noch ein bisschen schöner. So, dann bisschen trocken lassen. Wie gesagt, ich habe jetzt halt nur Stifte zur Verfügung. Wenn ihr Acrylfarbe habt, geht ihr einfach mit einem Pinsel rüber. Man kann auch, finde ich auch ganz interessant, mal einen anderen Stil ausprobieren. Machen wir das gleiche nochmal. Also ein Stück Papier, ein Ticken Kleber. Und dann nicht so eine Kontur danach zeichnen, sondern einfach, habe ich hier so einen dickeren Marker. Und mit dem kann man zum Beispiel einfach mal so darüber punkten einfach. Oder auch Striche oder was auch immer. Halt einfach nur irgendwie einen Stil machen, der einem gefällt. Mit so einem Quadrat ist das jetzt natürlich auch nicht so allzu spektakulär. Und dann ziehen wir einfach unser Quadrat ab. Säubern das ein bisschen von unserem Kleber. Und schon haben wir jetzt hier dann ja, das Quadrat als Schablone drauf. Wie gesagt, mit einem schöneren Motiv würde das natürlich noch besser aussehen. Das gleiche Spiel mit unserem Stern. Auch hier, da ist er zu sehen. Ja, und wenn man das, also ich glaube, diese Lackstifte, genau, sind sogar permanent haftend. Das heißt, ihr könnt es dann auch in den Geschirrspüler machen, dann sollten diese Klebereste auch vollkommen verschwinden. Und schon habt ihr halt ein schönes Teelicht. Ich habe jetzt halt nur goldene, silberne und weiße Lackstifte. Wie gesagt, mit Acrylfarben kann man dann noch viel mehr Farbe reinbringen und das machen. Ja. Das dazu, zu dem Teelicht. Genau. Ich wollte mir tatsächlich mit dem großen Glas so ein Trinkgefäß machen. Trinke immer so aus so einem Behälter, der ist mir aber einfach viel zu klein. Brauche ich dauernd Nachschub. Deswegen habe ich überlegt, das wäre eigentlich viel sinnvoller. Das Gute ist, wenn man dazu noch den passenden Deckel hat, habe ich jetzt noch nicht gefunden, muss nochmal suchen, dann kann man sogar hier oben dann ein Loch reinstechen, reinbohren am besten.
Und hat dann gleich ein Loch für einen Strohhalm, verkippt nichts, kommt kein Insekt rein. Gerade im Sommer jetzt sehr praktisch. Und hier hatte ich dann halt vor, einfach ein bisschen was drauf zu schreiben und zu gestalten. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Also wir können ja mal kurz zeigen, was wir heute so gemacht haben, was wir für Ergebnisse haben. Also hier einmal aus Toilettenpapierrollen und etwas ausgedrucktem Papier kleine Stiftebehälter. Also man könnte da jetzt dann meine tollen Lackstifte reinmachen. Ihr könnt da auch, weiß nicht, Pinsel reinmachen oder ja, da kann eigentlich alles rein, was irgendwie in sowas rein muss. Genau, dann haben wir heute hier so ein kleines Glas gestaltet mit Lackstiften. Und Sabrina hat noch tolle Sachen gemacht. Genau, ich habe mich den größeren Projekten gewidmet, aber nur von der tatsächlichen Größe her, nicht vom Aufwand. Und ja, habe hier aus Tetrapacks so einmal eine Biene gemacht und einmal so angedeutet so ein Schweinchen aus ja ganz einfachen Materialien. Man kann jetzt noch einen Deckel drauf machen oder nicht, je nachdem, was man hat. Du könntest jetzt zum Beispiel Erde reinmachen und dann eine Blume oder so anpflanzen. Auf jeden Fall, ja, vielseitig einsetzbar. Genau. Genau, wir hoffen, dass wir euch mit den Anleitungen ein bisschen Langeweile vertreiben konnten, ein bisschen zeigen könnten, dass Müll nicht immer gleich Müll ist, sondern dass man aus vielen Dingen einfach auch immer noch was Neues machen kann, wo man am Ende auch gar nicht sieht, dass das mein Müll war. Und also ich finde zum Beispiel, das habe ich jetzt vergessen zu zeigen, dieses Spiel, klar, die Kronkorken erkennt man ziemlich gut, aber ja, die sind ja eh da. Und man muss nicht immer alles neu kaufen, sondern man kann eben auch upcyclen und daraus wieder schöne Sachen machen. Wenn ihr durch uns angeregt seid und eigene Projekte umsetzt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram zum Beispiel verlinkt oder ihr könnt uns auch gerne eure Projekte einfach per E-Mail schicken und dann zeigen wir, was ihr an kreativen Dingen geleistet habt. Ja, ansonsten bedanken wir uns für eure. Nochmal. Ansonsten danke schön, dass ihr hier wart. Hoffe, ihr hattet viel Spaß und hoffe, wir sehen uns irgendwann zum nächsten Mal. Und ja, seid kreativ und vertreibt euch die Zeit ein bisschen durch, ja, Upcycling und eigene Projekte. Genau, nächste Woche werden wir auch wieder einen Quatsch, gar keinen Upcycling-Workshop machen, sondern nächste Woche machen wir aber auch einen Online-Workshop. Da wird Felix euch erklären, wie man mit einer App ganz einfach Stop-Motion-Filme machen kann. Also die sehen dann aus wie so ein Daumenkino, auch super spannend. Also wenn ihr da Interesse habt, dann bleibt immer auf dem Laufenden, abonniert uns auf Instagram beispielsweise, da teilen wir euch dann immer mit, wann die Workshops stattfinden und da wird auch der Link zum Stream geteilt und dann freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.